Hallo Veteraner, heute unser Spiel bei Eintracht Frankfurt. Und eines ist ganz klar, solche Fehler wie am letzten Samstag zu Hause beim 1:1 gegen Hannover 96 können und dürfen wir uns dort in keinster Weise erlauben. Was hat mich am letzten Samstag gestört? Es war alleine schon die Zielstrebigkeit, vor allem in der ersten Halbzeit, die Zielstrebigkeit. Einmal in der Genauigkeit, in der Spielgenauigkeit und dann auch im Torabschluss. Also da hat mir einiges gefehlt, das war in der zweiten Halbzeit doch etwas besser. Aber das muss heute definitiv alles besser werden. Dann haben wir auch in Frankfurt, und da bin ich felsenfest überzeugt, da haben wir auch in Frankfurt auf jeden Fall eine gute bis sehr gute Siegchance. Es ist so, dass Nuri Sahin heute wohl noch nicht zum Einsatz kommen wird. Das wird wohl im Laufe der Woche beim Testspiel gegen den FCN erst so sein. Aber wir haben auf jeden Fall eine so gute Kaderbreite jetzt, dass ich davon überzeugt bin, wenn wir heute konzentriert zur Sache gehen, dann können wir auf jeden Fall auch heute, und dann werden wir auch heute in Frankfurt mit einem Dreier erfolgreich vom Platz gehen. Mein Tipp heute ist wirklich, dass wir in Frankfurt gewinnen werden. Also ich habe mir das abgewöhnt, irgendwie Ergebnisse zu tippen, sondern mir ist ehrlich gesagt egal, wie hoch oder wie knapp wir gewinnen, Hauptsache einen Sieg, und das werden wir auch heute, da bin ich wirklich mir sehr sicher, heute auch erreichen. Und wie würde ich das angehen? Ich würde es mit einem 4-3-3 machen. Also heute immer natürlich im Tor. Heute Jiří Pavlenka, dann die Viererkette Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Miloš Veljković und Theo Gebrselassie, dann das Dreier-Mittelfeld mit Philipp Bargfrede, Maxi Eggestein und Davy Klaassen, und vorne drei Mann. Da würde ich ein wenig ändern, denn das wäre doch sehr interessant. Martin Harnik, Max Kruse und Florian Kainz. Die beiden Kumpels mal zusammen zu spielen zu sehen, das würde mich doch mal interessieren. Und das hat es ja noch nie gegeben. Ich glaube, das letzte Mal haben die in der Jugend beim SC Viermarschlande so zusammen gespielt. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das aussehen würde. Mich würde es mal so interessieren. Und mein Wettertisch ist auch wieder da. Da. Diesmal nehme ich die Kamera mal mit, dann will ich ihn euch mal zeigen. Jawohl. So. Auf geht's. Fangen wir mal mit der Mitte an. Hat sich ein bisschen was verändert. Für eure Cornflakes zum Powerfrühstück vor dem Werder-Spiel. Der Werder Bremen LKW hier von Kellogg's. Ein neuer Teddy ist da. Das war mal ein Bandmaskottchen von mir. Ich bin ja auch Keyboarder und ich habe lange Zeit in Bands gespielt. Beim letzten Mal schon dabei gewesen. Das zweite Entchen. Das kommt übrigens vom letzten Dämonhorster Entenrennen. War sehr witzig und hat auch Spaß gemacht. So, ansonsten ja, Brummi, die beiden Teddys, Quietschi, der Frosch, ja, die beiden Entchen, Schweinchen ist dabei, dieser faule Sack auch, der Werder Bremen Gartenzwerg, ein bisschen Gedöns haben wir auch noch dazu, das kommt nicht dazu, das passt überhaupt nicht ein. So, tschüss. So. Ein bisschen Gedöns, yep,
dann haben wir hier nämlich noch die Werder Bremen Bierräser, das Boroglas, die Werder Bremen Kaffeetasse haben wir auch noch dabei und dann hier noch die Werder Bremen Trinkflasche. Meine Becher, 33 Stück, alles Einzelstücke. Meine Werder Bremen Schals, Werder Bremen gegen Rassismus, der erste, den ich hier habe, ist jetzt nach Chemnitz übrigens, wie ich finde, sehr wichtig, dass man gegen diese Rassistenscheiße deutlichst an Zeichen setzt. Das ist Osterdeich. Werder Bremen, wir sind anders, beziehungsweise wir sind Werder Bremen. Was habe ich denn hier für ein Gedöns? Ja, das ist einmal hier ein Werder Bremen Schlüsselanhänger, ein paar Buttons habe ich noch dazu. So einiges. Ja. Jo, das ist doch ein bisschen was, was ich hier habe. Ne? Nicht, dass du siehst. Und ich möchte euch noch auf eine wichtige Sache jetzt bereits hinweisen. Haltet euch schon mal den 12. Oktober frei, denn da findet im Ostkurvensaal eine ganz, ganz tolle Sache statt, nämlich der zweite Bremer Inklusions-Kickerturnier am 12. Oktober ab 14 Uhr im Ostkurvensaal. Eine, wie ich finde, wirklich sehr tolle Sache. Wer wird alles dabei sein? Willi Lemke wird dabei sein. Unsere Sozialsenatorin Anja Stahmann ist dabei. Es sind diverse Prominente dabei. Und es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Also ich gucke auf jeden Fall rein. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich dann ja. Und sonst, ja, schreibt doch mal, ihr könnt euch unten natürlich gerne mit euren Grüßen verewigen bei mir. Die Grüße werde ich dann spätestens morgen, wenn ich noch einmal auf das heutige Spiel eingehe, dann auch weitergeben. Schreibt rein, was ihr vom heutigen Spiel haltet. Schreibt auch vielleicht noch rein, was ihr auch von dem haltet, was wir in dieser Transferzeit so als geholt haben oder besser gesagt schon um einiges vor der Transferzeit. Ich bin nachher auf jeden Fall im Ostkurvensaal. Jetzt haben wir es genau 13.02 Uhr und ja, ich werde so gegen den Bus um 13.54 Uhr nehmen. Dann bin ich auf jeden Fall nachher pünktlich um kurz nach, ja, um 13.54 Uhr, dann bin ich nachher pünktlich um, ja, so gegen 3 ungefähr bin ich dann auf jeden Fall da. Es wird auch wieder ein Video mit dem Tulli geben und ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag ansonsten noch. Vielleicht sieht man sich ja nachher und nicht vergessen, Lebenslang, Werder Bremen, Lebenslang, Grün-Weiß. Und bis dahin, ciao.